Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir die nette Bijouterie-Masche freigeschaltet. Jetzt können wir Ausrüstung herstellen. Wie ihr seht, habe ich auch mal die Bonus-EP genutzt und einfach mal alle, bis auf einen offenbar, mal aufs aktuellste Level gebracht. Wir sind jetzt alle über Level 60. Und wir haben immer noch ein paar Nebenquesten hier offen. Ich würde sagen, verbraten wir erstmal die Info, die wir beim letzten Mal hier noch geholt haben. Mit den Romanen. Shall we put our heads together on this? Klingt doch gut. Everyone got their strength back. Begründerchroniken. Ich müsste mir eigentlich auch mal angewöhnen, die ganzen Sterne abzusammeln. Zuerst hole ich mir mal das Fragezeichen hier oben. Oder auch nicht, weil ich da nicht reinkomme. Wie komme ich da rein? Und oben reinspringen ist nicht. Naja. Naja, wir wechseln damit ja mehr oder weniger durch mit den Waffen. Na gut, dann wohl doch da hinten zuerst. Also, was Romane angeht, das hängt vom Thema ab. Also, so Fantasy-Romane finde ich ab und zu ganz nett. Ich habe hier zum Beispiel auf meinem Tisch tatsächlich vier Bücher stehen. Alle Chroniken von der Wand hier, falls die Bücherreihe einer kennt. Und die fand ich ganz gut. Ja, genau das ist es. Gründerchroniken, ja, hab ja nichts anderes zur Verfügung, was ich kaufen darf. Thank you.
so that's how they're doing. Okay, dann gehen wir da mal hin. Ja, die haben ja nur diese Lehrbücher gehabt, ne? Ja, darum geht's bei den Romanen. Also das mit dieser Schreibblockade, sowas kenne ich selber. Also, es gibt ja den einen oder anderen, der das nicht weiß, aber ich schreibe ja freizeitlich auch an der Geschichte. Und da habe ich auch manchmal Schreibblockaden. Wenn es weiter nichts ist. So, wie viele Orte darf ich besuchen, ist wohl eher die Frage. Hier schon mal. Fünf Orte muss ich besuchen. Ach, ich war ja so gesehen an den Orten, oder? Is this what you wanted? Okay, ich muss aber trotzdem jetzt dort was einsammeln. Ich habe die Karte auf der, also die Orte auf der Karte auf jeden Fall markiert. Hier hinten sehe ich noch zwei Fragezeichen. Und hier war auch noch eins, aber kein blassen Dunst sehe ich da hinkommen. Vielleicht von der Seite.
Sieht aber auch nach einem langen Weg aus. Ich kann ja mal gleich rumprobieren. Ich nehme mal an, für die Gespräche will ich nach unten fahren. Das ist für den Adjutanten offenbar. Ja. Oh, ich kriege einfach für die Flammenuhren, die ich kaputt mache, Belohnungen. Okay, ansonsten wieder nichts. Und hier ist sonst auch nichts zu besprechen. I hate the waiting part. Hier sehe ich jetzt nicht unbedingt die Stelle zum Besprechen. Aber ich habe hier Leitern gesehen und ich kann ja mal darüber gucken, ob ich zu diesem Trainingsplatz reinkomme, wo ich vorher nicht reinkam. So, 10 Jahre Leitern klettern später bin ich jetzt endlich hier oben und hier ist das Fragezeichen. Feder springen? Ja. Ach, Romero. Romeo und Julia, ich erkenne die Andeutung. So hat noch Romeo und Julia Anspielung. Ricky anspielen. Ricky the Hero Pon.
im ersten Teil nämlich aus sehr, sehr hoher Höhe gefallen. Wurde zum flauschigen Volleyball. Wir haben ja ein Boot. Eventuell war ich sogar schon in der Nähe. Ich würde das hier bevorzugen. We've made some new friends. Oh, so that's how they're doing. Wo komme ich raus, wenn ich hier rausgehe? Sieht mir ja nach einem Reisepunkt aus. Es sah mir nicht nur so aus. Auf jeden Fall ein schöner Ausblick, wäre da kein Nebel. Na gut, dann gucke ich mal, ob ich da den Weg jetzt lang laufen kann. Also ob ich so an die Quest drankomme, wie billig. Was wollen die denn jagen? Ich glaube, da ist ein anderer Sinn hinter. Ich glaube, das ist eine sehr einfache Quest.
muss ich die eigenständig finden. Und Screenshot gemacht. Ja, da wo so 15 Lichter verteilt sind. Sind Lichtquellen. Könnten Laternen sein. Das unlösbare Rätsel. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das zur aktiven Mission machen muss. Ja, guck mal, mir werden ja auch so ein paar Orte angezeigt. Ah, hey, ich darf die Tür jetzt endlich öffnen. We've made some new friends. Ja, ich krieg halt angezeigt hier. Ja, da sind Lichtquellen. Oh, so that's how they're doing. Am ehesten würde ich sagen, so an einem Park. Oder in der Straße. Da sind doch auch viele Lichter. Ich glaube, Romeo und Julia kommen beim nächsten Mal erst dran. Guck mal, hier sind doch auch... Naja. Hier sind zwar einige Lichter, aber ich würde sagen, die Kiste fehlt. Na gut, hat der Charakter auch gerade gesagt. Warum ist hier eine Leiter? Fünfzehn Lichtquellen könnte stimmen. Klingt nach einem Plan. So, bin zurück. Eigenlob stinkt, Junge. Ist. Museum.
Welches Haus hat überhaupt so viele Wohnungen? Ich glaube, der Nobon ist nicht ganz ehrlich. So, ich krieg doch jetzt hier, ja, würde sagen, ich krieg doch hier wieder was angezeigt. Das unlösbare Rätsel. Dann mal dahin. Geh in die Leere. Gute Frage. Torpedorolle. Jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt. Dafür muss ich wahrscheinlich zu diesem Boulevard. Jo. Torpedorollenladen.
Einfach kaufen. Ja, hätte er wirklich. Ja, aber immer doch. Okay. Treppe in der Hintergasse aufwärts. Also hier oben drauf oder wie? I suddenly have this feeling of being watched. Guess they've never seen folks with wings before. They're the weird ones. Just stare back. Jetzt kommt sie, wollt wahrscheinlich Freunde kennenlernen. Ein Trauma wahrscheinlich.
süß. Das ging doch gut aus. We've made some new friends. Es gibt halt ne Leute, die haben Probleme mit sozialen Interaktionen. Ging ja alles gut aus, also ist ja alles gut, ne? Azalea hat jetzt ein paar Freunde gefunden. Sie muss nicht mehr traurig alleine sitzen. Das ist doch schön. Ja, Leute, ich würde sagen, wir beenden hier jetzt den heutigen Part. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um Romeo und Julia. Ich weiß, dass sie anders heißen und dass der ein oder andere sich beschwert, aber es ist eindeutig eine Romeo und Julia-Anspielung, also bleibe ich dabei. Also ja, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.